بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir fahren heute fort, liebe Geschwister, mit der wunderschönen Sura Al-Hijr und sind mittlerweile bei der 29. Ayah. Glaube ich, ist stehen geblieben. Und wir werden heute bi'idhnillah ta'ala fortfahren. طيب, erstmal lesen wir die Ayat, wie immer auf Arabisch. Und dann bi'idhnillah ta'ala werden wir das erklären, das Thema heute, worum es hauptsächlich geht, ist, warum hat sich Adam a.s., warum hat sich Iblis nicht vor Adam a.s. salatu wassalam niedergeworfen? Wie ist überhaupt Iblis zum Kafir geworden? Und wir wollen darüber reden, dass Leute einen falschen Analogieschluss machen, indem sie selber denken, die Sache wäre aus ihrer Sicht so richtig, aber wir sehen, dass sie sich gewaltig geirrt haben diesbezüglich. Wir werden noch die zwei Ayat von gestern mitlesen, damit wir im Sinnzusammenhang bleiben, inshallah ta'ala, aber die haben wir gestern schon durchgenommen. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
Na, das sind die Ayat, über die wir heute bi'idhnillah ta'ala sprechen. Nicht Angst bekommen, das sind jetzt nicht 6 Ayat, die wir, sondern wir haben nur 2 von gestern mitgelesen, die haben wir aber gestern schon behandelt. Das heißt, wir haben heute 1, 2, 3, 4 Ayat für die Leute, die das auch immer mit auswendig lernen mögen. Allah Azzawajal uns allen die Kraft dazu geben. Wir wollen inshallah ta'ala über diese Ayat sprechen, die sehr, sehr viele oder sehr, sehr viel Nutzen für uns mitbringen. Über das falsche Verhalten von Personen, über ein krankes Herz und über Vermutung oder beziehungsweise über eine schlechte Vermutung über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer liest uns die Übersetzung vor, inshallah? Bitte schön. Da warfen sich die Engel allesamt nieder. Da warfen sich die Engel allesamt nieder. Gestern haben wir die Ayat gelesen. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ. Und als Allah Azza wa Jal zu den Engeln sagte, als dein Herr zu den Engeln sprach, ich werde einen Menschen erschaffen. Aus was? Was haben wir gesagt? Was ist حَمَئٍ مَسْنُونٍ in der Übersetzung? Das bedeutet so viel wie fauliger Schlamm. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Wenn ich ihn zurechtgeformt habe und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, so wirft euch nieder vor ihm. Und gestern sind wir bei dieser Ayah stehen geblieben, haben es etwas erklärt. Wir wollen es aber heute, inshallah ta'ala, richtig erklären, weil an dieser Ayah ist klar geworden, dass die Christen in die Irre gegangen sind und sie zum Schluss Jesus zu was erhoben haben? Zu einem Gott oder den Sohn von einem Gott, was ihm nicht geziemt. Deswegen, ja, Ikhwa, ist es wichtig, dass wir den Koran lernen, damit wir inshallah ta'ala die richtige Aqida haben. Und schaut mal, subhanallah, diese Leute, wir werden gleich hören, welches falsches Verständnis sie gehabt haben bezüglich dieser Eier. Diese Leute, wenn sie sterben, wo werden sie sein? Für ewig im Höllenfeuer. Weil sie aus Jesus etwas gemacht haben, was ihm nicht geziemt. Und als dein Herr zu den Engeln sprach, ich werde einen Menschen erschaffen aus fauligem Schlamm. Und wenn ich ihn zurechtgeformt habe, diesen Menschen, und ihn von meinem Geist eingehaucht habe. Wir haben gesagt, der Mensch, über den wir hier reden, ist wer? Adam alayhi salatu wassalam. Er war der Anfang der Schöpfung, das heißt der erste Mensch. Und Allah Azza wa Jal sagt, wenn ich ihn von meinem Geist eingehaucht habe. Was haben diese Leute jetzt verstanden? Die haben gesagt, er ist ein Teil von wem? Von Gott, von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier haben wir das falsche Verständnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt richtig, min ruhi, wenn ich ihn von meinem Geist eingehaucht habe. Was heißt das? Die arabische Sprache, liebe Geschwister, ist eine wunderschöne Sprache und eine sehr umfangreiche Sprache. Und eine Sprache, die Bedeutung hat, manchmal kann eine Sache so bedeuten, manchmal kann eine Sache so bedeuten. Was wäre der äußere Wortlaut, wenn wir sagen, Allah Azza wa Jalla sagt, er möchte ihn von seinem Geist etwas eingeben? Was wäre der äußere Wortlaut? Was könnte man verstehen? Was könnte man verstehen? Richtig, aber das heißt jetzt, wenn Allah etwas von sich gibt, was könnte man denken? Nicht er verliert etwas von sich, sondern er ist ein Teil von ihm. Allah hat einen Teil von sich gegeben, also ist der Mensch was? In ihm ist ein Teil von wem? Von Allah. Walayyadu billah. Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah Azza wa Jal. Qul huwa Allahu ahad Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sprich, Allah ist ein Einziger. Er ist der Unabhängige, den jeder und alles benötigt. Er aber subhanahu wa ta'ala benötigt niemanden. Er ist von niemanden abhängig. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Und nichts ist ihm gleich. Was heißt aber jetzt mir Ruhi? Von meinem Geist werde ich ihm etwas ein. Natürlich, wer damit beauftragt war, die Seele einzuhauchen bei den Menschen, ist wer? Wer war damit beauftragt?
Jibril alayhi salatu wassalam. Hier, liebe Geschwister, mir Ruhi bedeutet nicht, ich nehme einen Teil von mir und gebe es ihm und dann ist er auch ein Teil von mir. Oder dann hat er auch einen Teil von mir. Sondern das bedeutet, das ist der Anfang. Was bedeutet der Anfang? Du sagst zum Beispiel im Arabischen, sagst du zum Beispiel, Safartum in Berlin. Ich bin aus Berlin ausgereist. Safartu min Berlin. Heißt es, ich bin mit Berlin ausgereist? Was meint das hier? Berlin ist hier der Ausgangsort, von dem ich gereist bin. Ist der Ausgangsort, von dem... Und hier Ar-Ruh, Allah hat Ar-Ruh erschaffen, die Seele erschaffen, und hat sie dann, was? Einhauchen lassen. Das heißt, von einem jeden hat Allah Azzawajal die Seele erschaffen. Und wir haben gestern darüber geredet, dass die Seele nicht irgendetwas braucht. Der Körper ist so zufriedenzustellen mit Essen, wenn es auch sogar haram ist. Der Körper akzeptiert das und ist damit zufrieden und ist satt. Aber die Seele ist von Allah Azzawajal und braucht was? Etwas ganz Bestimmtes. Was ist das Bestimmte? Ibadah, genau. Deswegen hat Allah Azzawajal uns erschaffen und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Was heißt, was ist der sozusagen, was ist die Luft zum Riechen für die Menschen? Die Ibadah. Was ist der Zweck der Menschen? Die Ibadah. Allah hat sie für die Ibadah erschaffen, die Menschen, und nichts anderes ist für sie geeignet. Daher ist das der Ursprung. Allah Azza wa Jal hat die Seele erschaffen, subhanahu wa ta'ala, und er hat sie bei uns einhauchen lassen. Wann wird die Seele eingehaucht? Bei einem jeden Menschen? Nach dem vierten Monat. Hadith Abdullah ibn Mas'ud bei Bukhari und Muslim. Das heißt, nach dem vierten Monat wird jeder von uns eine Seele bekommen. Wenn er im Bauch der Mutter ist, bekommt er nach vier Monaten eine Seele. Wenn er davor stirbt, haben wir dann oder sagen wir dann, oder reden wir dann von einem Menschen? Antwort, nein. Das ist kein Mensch. Sondern ein Mensch ist er erst ab dem vierten Monat. Da hat er eine Seele und da ist er erst ein Mensch. Vorher hat er keine Seele und ist demnach auch kein Mensch. Das heißt, du brauchst auch gar nichts zu machen, wenn die Frau eine Fehlgeburt hat, zum Beispiel im zweiten oder dritten Monat, braucht man nichts machen. Aber wenn sie, sagen wir mal, nach dem vierten Monat eine Fehlgeburt hat, was kann man machen mit dem Embryo? Man kann es beerdigen. Das ist beliebt, das zu tun auch. Nicht Pflicht, aber beliebt, dieses zu tun, liebe Geschwister. Deswegen, schaut mal, dass der Unterschied vom Urteil, warum? Weil wir zum einen über einen Menschen reden, zum anderen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seele was erschaffen. Und diese Seele wurde dann wem eingehaucht? Dem Menschen eingehaucht. Wer sagt jetzt, diese Seele ist die Seele Allahs? Deswegen, wenn wir sagen, mir Ruhi von Allah azawajal sagt, von meinem Geist. Was bedeutet das? Allah hat es ursprünglich was erschaffen. So wie du ursprünglich von Berlin rausgefahren bist. Mafhum, ist das klar? Wer hat das nicht verstanden? Yahuwah, daran sind die Christen zugrunde gegangen. Die haben gesagt, Jesus, weil er vom Geist Allahs bekommen hat, ist er selber ein Gott. Wal-iyadu billah. Wie kann jemand, ein Mensch, ein Gott sein? Wie kann das sein? Das heißt, Allah wäre nicht mehr einzigartig. Allah wäre nicht mehr ein Einziger. Und zum Schluss haben sie gesagt, alaikum salam wa barakatuh, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, sie haben gesagt, Allah ist einer von dreien. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das über die Christen. وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Und diejenigen, die schon Kuffar sind, Allah Azza wa Jalla hat sie vom Islam ausgeschlossen, sie sind Kuffar, Allah hat sie zu Ungläubigen erklärt. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, die gesagt haben, Allah wäre einer von dreien. Das heißt, sie haben Allah gedrittelt. Allah ist nicht mehr der Einzigartige, sondern
neben Allah gibt es jetzt noch einen weiteren Gott, das ist einmal Jesus, und noch einen weiteren Gott, und das ist Jibril. So, Subhanallah. In ihrer Bibel von den Christen steht, dass Jesus sich niedergeworfen hat. Vor wen? Vor Allah Azza wa Jalla. Wenn Jesus ein Gott wäre, warum wirft sich ein Gott vor einem anderen Gott nieder? Braucht er das? Er ist doch selber ein Gott. Er ist der, vor dem sich niedergeworfen wird. Aber wenn man behauptet, Jesus wäre Gott, dann Subhanallah, warum? Ich meine, jeder weiß, auch die Christen bestätigen, Jesus selber ist wo geboren? Im Bauch von Maryam radiallahu anha, von seiner Mutter. Eine Frage an euch. Wird ein Gott in einem Bauch geboren? Kriegt ein Gott Milch zu trinken? Muss ein Gott auf Toilette gehen? Ist ein Gott jemand, der Schwächen hat? Er wird müde, er wird hungrig, er hat Bedürfnisse. Und zum Schluss lässt ein Gott sich überrumpeln von ein paar Leuten von Bani Israel und sich kreuzigen ans Kreuz. Was ist das für eine Vorstellung über Gott? Der größte Dalal, das größte Irrgehen ist, dass jemand nicht einmal unterscheiden kann zwischen einem Gott und einem Menschen. Eine Frage an euch. Welche Eigenschaften hat Allah Azza wa Jal, unser Ilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Welche Eigenschaften? Allmächtig. Wisst ihr, was allmächtig heißt? Das heißt, er ist zu allem in der Lage. Er kann alles tun. Konnte Jesus tun, was er wollte? Schaut mal, er selber, als er Kranke gesund gemacht hat, hat er immer was gesagt? Bi'idhnillah. Er hat Tote wieder lebendig gemacht. Was sagte er? Bi'idhnillah. Mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal. Er ist nicht allmächtig. Und wäre er allmächtig, hätte er niemanden gebraucht. Welche Eigenschaft hat Allah noch? Er versorgt alle, subhanahu wa ta'ala. Hat Jesus gegessen? Hat Jesus getrunken? Allah subhanahu wa ta'ala, als er, liebe Geschwister, mit Jesus eine Unterredung hatte, hat er ihn gefragt, hast du den Leuten befohlen, dass sie dich und deine Mutter anbeten? Und vorher hat Allah Azza wa Jalla uns gesagt, braucht jemand oder wird jemand essen, der ein Gott ist? Schau mal, jemand, der ein Gott ist, wird er essen? Braucht er Essen? Braucht er irgendetwas? Er braucht nichts. Ansonsten ist er ein Geschöpf, welches abhängig ist. Deswegen, ja, Allah ist unabhängig von allem. Deswegen gehört auch nicht zu diesen Irregehenden. Manche denken, der Thron von Allah Azza wa Jalla ist zum was da? Zum was? Zum Sitzen. Das ist Katastrophe. Was würden wir damit bestätigen, wenn wir sagen, Allah braucht seinen Thron zum Sitzen? Er wäre abhängig von einer Sache. Aber Allah ist von allem unabhängig. Deswegen muss man das richtig verstehen. Und hier sagen wir, dass Allah Azza wa Jalla Eigenschaften hat, die niemand kennt. Wusste Isa alayhi salatu wasalam, wann die Stunde ist? Er wusste es nicht. Tayyib. Er ist geboren, hat gegessen, hat getrunken. Tayyib. Was bedeutet jetzt? Jetzt, das ist ein Beweis gegen diese Leute. Wenn wir sagen würden, er wäre ein Gott, so wie sie es interpretiert haben, dass er ein Teil von Allah Azza wa Jalla ist, dann hätte er diese Sachen alle nicht gebraucht. Und daher unterscheidet, liebe Geschwister, zwischen einem Menschen und einem Gott. Ein Mensch hat beschränkte Fähigkeiten. Aber Allah Azza wa Jalla ist zu allem in der Lage. Und das ist ein Fehler, den auch viele Geschwister machen. Wenn man Bittgebete oder Sonstiges macht, man sagt, ja, wird das klappen, geht das? Der geht von was aus? Von seiner eingeschränkten Gedankenwelt. Okay, für dich ist das unmöglich, aber für wen nicht? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Mal angenommen, ich sage dir, mach Bittgebet, dass Allah Azza wa Jalla dir 1 Million gibt. Manche würdest du sehen, was werden sie machen? Der lacht, der schmunzelt. Das ist, warum schmunzelst du? Sagt, ja bitte, 1 Million. Ja und? Und? Ich habe Leute kennengelernt, der ist über Nacht Millionär geworden. Der hat von Leuten Geld bekommen. Diese Leute, von denen er Geld bekommen hat, die arbeiten jetzt für ihn. Ist Allah in der Lage? Allah ist zu allem in der Lage. Deswegen messe nicht deine eingeschränkten Fähigkeiten, die du besitzt und die wirklich nicht viel sind,
an den Fähigkeiten von Allah subhanahu wa ta'ala. An Qudratillah. Qudratillah ist subhanahu wa ta'ala, er ist zu allem in der Lage. Er kann dich von einer Sekunde auf die andere sterben lassen. Er kann dich danach wiederbeleben und dich wieder sterben und dich wiederbeleben. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, mir ruhi bedeutet hier nicht, dass etwas ein, oder dass jemand einen Teil von Allah bekommen hat. Das heißt, dass Allah azzawajal ihm einen Teil von sich ausgegeben hat. Sondern mir ruhi heißt, Allah hat diese Sache erschaffen und sie ihm dann gegeben. Und wir alle sind der Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, Allah azzawajal sagt, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich ihn erschaffen habe und zurechtgeformt habe und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann was? Dann wirft euch alle vor ihm nieder. Vor wen? Vor Adam alayhi salatu wasalam. Wer sollte sich niederwerfen? Na, alle, denen Allah azzawajal das befohlen hat. Alle, denen Allah azzawajal das befohlen hat. Ich habe extra nicht nur die Engel gesagt, wir kommen gleich dazu. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ. So haben sich alle Engel vor ihm niedergeworfen. Tay. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Außer Iblis, er hat es verweigert, sich vor Adam alayhi salatu wassalam niederzuwerfen. Erstmal, liebe Geschwister, warum sollten sich die Engel vor Adam niederwerfen, alayhi salatu wassalam? Warum? Na, ist klar, das war eine Niederwerfung der Begrüßung, ist klar, aber warum? Was ist die Hikma? Na, richtig, das ist die beste Antwort, aber es hat eine Hikma, bitteschön. Sehr gut, die außerordentliche Stellung von Adam alayhi salatu wassalam. Ist nicht irgendjemand, sondern Allah azza wa jalla hat ihn erschaffen. Wirft euch nieder vor Adam alayhi salatu wassalam. Begrüßungsniederwerfung, nicht eine Niederwerfung der Anbetung. Denn diese Niederwerfung der Anbetung ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber selbst das ist in unserer Scharia jetzt verboten, dass du auch jemanden oder dass du dich vor jemanden niederwirfst, nur zur Begrüßung. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, er sagte, wenn ich jemanden befehlen könnte, sich vor einem anderen niederzuwerfen, würde ich der Ehefrau befehlen, sich vor ihrem, das kennt ihr alle, ne? Sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen, aufgrund der gewaltigen Rechte ihm gegenüber. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wenn ich jemanden befehlen könnte, kann er? Deswegen könnte, weil niemand sich vor einem anderen niederwerfen darf. Wenn es aber diese Erlaubnis für ihn gegeben hätte, hätte er der Frau befohlen, und die Frau soll jetzt gut zuhören, dass sie sich vor ihrem Ehemann niederwirft. Warum? Weil sie weiß nicht, was die Stellung von ihrem Ehemann für sie ist. Wallah, ich höre nur von Brüdern, meine Frau gehorcht mir nicht, meine Frau, natürlich manchmal haben auch Brüder recht, manchmal haben auch Schwestern recht, die werden von den Brüdern, yani, subhanallah, nicht wie eine Ehefrau behandelt. Und dann wundert er sich, dass sie nicht auf ihn hört. Aber jetzt allgemein, ich rede jetzt von Brüdern, die in Ordnung sind, wie man sagt in eurer Sprache, stabil sind, gottesfürchtig sind und ihre Pflichten machen. Jeder hat Sünden, keiner von uns ist ein Engel. Ich höre von so vielen Brüdern, diese Frauen gehorchen ihnen nicht, hören nicht auf sie. So sollen diese Frauen wissen, wenn der Ehemann nicht mit ihnen zufrieden ist, wird Allah niemals mit ihnen zufrieden sein, mit diesen Frauen. Deswegen sollte man aufpassen, ja, wie man miteinander umgeht. Und natürlich die Aufgabe von einem Mann ist es auch, seine Frau wie eine Frau zu behandeln und nicht wie ein Tier. Und nicht, dass er jeden Tag auf ihr Kopf spuckt und sie jeden Tag schlägt und sie jeden Tag misshandelt. Wallah, ich habe Leute manchmal im Unterricht, der sitzt hier, macht so, sagst Miskin, Wallah Miskin. Du wirst ihm irgendwas geben, weil der tut dir so leid. Zu Hause, der macht Kung Fu ohne Schuh, ja, mit seiner Frau. Von Kopfnuss über das, alles da. Alles da.
Daher sagen wir, es bringt dir nichts, wenn du in der Moschee Abu Bakr bist und zu Hause Abu Jahl. Sei in der Moschee Abu Bakr und auch zu Hause Abu Bakr. Und wenn du einen Mann nach seiner Rechtschaffenheit fragen möchtest, wen fragst du am besten? Seine Frau, die ist ihn am nächsten. Und wenn die sagt, dann ist, ja, dann weißt du ganz genau, die Sache ist nicht so, wie man den Anschein von ihm hat. Aber auch noch eine andere Hikma, warum sie sich vor ihm niederwerfen soll. Was haben die Engel geantwortet, als Allah Azza wa Jalla ihnen gesagt hat, er wird einen Menschen erschaffen? Na. Wirst du jemanden auf die Welt einsetzen, der Unheil stiftet und Blut vergießt? Was hat Allah ihnen dann mit dieser Niederwerfung hier damit gezeigt? Er hat sie geprüft, indem er ihnen sagt, schaut mal, das ist nicht so, wie ihr denkt. Und das war auch nicht so, wie ihr denkt. Daher, das ist eine Weisheit, warum Allah Azza wa Jal den Engeln befohlen hat, dass sie sich vor Adam alayhi salatu wassalam niederwerfen. Adam alayhi salatu wassalam war der erste Mensch. Allah hat ihn geehrt und hat den Engeln befohlen und jeden, der da war, wirft euch nieder vor ihm. So warfen sie sich alle nieder, außer Iblis. Warum haben sich die Engel niedergeworfen? Wer sagt mir, warum haben sich die Engel allesamt niedergeworfen? فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ Sie haben sich alle ausnahmslos niedergeworfen. Sehr gut. Wir haben gestern ein Hadith gehört. Da habe ich euch gesagt, wir brauchen ihn noch. Was war der Hadith? Wer kann mir die Bedeutung sagen? Wir haben gesagt, die Engel sind erschaffen aus Licht. Und die Dschinn sind erschaffen aus einer rauchlosen Flamme. Und die Engel sind erschaffen aus, habe ich schon Engel gesagt? Die Engel sind erschaffen aus Licht. Weder essen sie noch trinken sie. Und was ist noch ihre Eigenschaft? Sie gehorchen Allah in allem, was sie tun. Wenn das der Asl ist von der Schöpfung von den Engeln, dann ist ohne Frage klar, dass sie sich alle niedergeworfen haben. Jetzt kam die Diskussion unter den Gelehrten, war Iblis ein Engel oder ein Dschinn? Jetzt haben wir hier klar gehört, alle haben sich niedergeworfen außer Iblis. Iblis, das Wort Iblis, kommt von Iblas. Iblas bedeutet jemand, der weit entfernt ist vom Guten, von der Barmherzigkeit. Schaut mal, subhanallah, sein Wort hat eine Bedeutung. Iblis kommt von der Bedeutung oder vom Stamm Iblas, das bedeutet jemand, der weit entfernt ist vom was? Vom Guten und von der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Ablasa, was heißt Ablasa auf Arabisch? Wenn du sagst Ablasa, das Problem bei uns, die Araber, die sagen dir heute zu einem Kind, Hada Iblis, Hada Tablis, Iblis und A'udhu Billah, das darfst du nicht sagen. Sie nennen ihre Kinder Shaitan. Das ist verboten, man darf das nicht machen. Na, was heißt Ablasa? Wer kann mir sagen, was heißt Ablasa? Na. Ablasa heißt, genau, wir haben gesagt, wenn Iblas die weite Entfernung bedeutet, das heißt, jemanden weit von sich entfernen. Okay? Das ist Iblis das Wort. Und so ist er auch. Er ist entfernt von der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal. Mublis heißt auch jemand, der voller Kummer und Trauer ist, voller Traurigkeit ist. Schaut mal, subhanallah, wenn du die ganzen Bedeutungen von diesem Wort nimmst, dann weißt du, warum er auch so genannt wurde. Iblis, lanatullah alayh. Dieser Iblis hat sich nicht niedergeworfen. Tayyib, Allah Azza wa Jal sagt in dieser Ayah, und als dein Herr den Engeln befahl, wirft euch alle nieder vor Iblis, da haben sie sich niedergeworfen, außer Iblis. Jetzt manche Gelehrte haben gesagt, das heißt, Iblis ist einer von den Engeln, weil Allah sprach zu den Engeln. Daher gehört er zu den Engeln, Iblis. Das war ihre Aussage. Tayyib. Aber die Sache ist nicht so, sondern mit Nass vom Koran, vom klaren Beweis vom Koran, ist Iblis was? Ein Jinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Kahf,
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Und als Allah, das heißt dein Herr, zu den Engeln sprach, wirft euch alle nieder vor Adam, so haben sie sich niedergeworfen, außer Iblis, er war einer der Dschinn. Klarer Beweis, klarer Beweis. Deswegen, wir sagen, Iblis ist ein Dschinn. Und diese Ausnahme, die hier gemacht wurde, heißt nicht, dass, weil Allah azawajal zu den Engeln gesprochen hat, dass alle Engel sind. Zum Beispiel, ich spreche jetzt zu Musa, okay? Ich sage zum Beispiel zu Musa, war Mahmud heute beim Dars? Was sagst du mir? Mahmud war beim Dars. Habe ich aber zum Beispiel nach Abdullah gefragt? Heißt es, er war nicht da? Na, heißt es nicht, oder? Das heißt, ich habe eine bestimmte Person angesprochen oder eine bestimmte Gruppe. So, das heißt, sie haben sich alle niedergeworfen außer Iblis. Warum? Illa Iblis, aba ayyakuna ma'as-sajidin. Iblis hat es abgelehnt, sich unter den Niederwerfenden zu begeben. Er hat sich nicht niedergeworfen vor Adam alayhi salatu wassalam. Jetzt kommt seine Begründung. Jetzt kommt die Frage Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Iblis, ma laka alla takuna ma'as-sajidin. O Iblis, was ist mit dir los, dass du dich nicht mit den anderen niederwirfst, bedeutet vor Adam. Qala, er sagte dann, lam akun li asjuda li bashar khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ich werde mich nicht vor jemanden niederwerfen, also vor einem Menschen niederwerfen, den du aus fauligem Schlamm erschaffen hast. Sagt mir bitte, was war die Denkweise von Iblis? Was war die Denkweise von Iblis? Warum hat er sich nicht niedergeworfen? Was sagte er selber? Naam. Er ist besser. So, ja Allah, du befiehlst mir, ich soll mich vor jemanden niederwerfen, der in der Erschaffung niedriger ist in der Stellung als ich. In einer anderen Ayah, in Surat Al-A'raf, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. O Iblis, was ist mit dir, dass du dich nicht vor einem oder dass du dich vor jemanden niederwirfst, dem ich befohlen habe oder wo ich dir befohlen habe, das zu tun? Ma manaka alla tasjuda id amartu. Warum hast du dich nicht niedergeworfen, wie ich es dir befohlen habe? Jetzt haben wir hier eine Sache, Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Was hat Iblis hier gemacht, obwohl Allah ihm gesagt hat, wirf dich vor ihm nieder, das ist mein Befehl. Was hat er gemacht? Er hat selber nachgedacht für sich. Er sagte, warum soll ich mich vor ihm niederwerfen? In Surat Al-A'raf sagt er, Iblis, ana khayrun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Warum soll ich mich vor ihm niederwerfen? Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Ton. Schaut mal, subhanallah. Die Gelehrten nennen das Al-Qiyasul Fasid. Al-Qiyas bedeutet, er selber hat für sich einen Analogieschluss gemacht. Wenn ich aus Feuer bin und er aus Ton, ich bin besser als er. Warum soll ich mich dann vor ihm niederwerfen? Aber was hat er vergessen? Den Befehl Allahs. Wollen wir das in die heutige Zeit umsetzen? Du redest mit einer Frau, du sagst ihr, warum trägst du nicht den Hijab? Die islamische Bedeckung. Sie sagt dir, ich kann auch so eine gute Muslima sein. Hat Allah ihr befohlen, dass sie den Hijab trägt, ja oder nein? Was sagt sie von sich aus? Was sagt sie von sich selber aus? Ich kann auch so eine gute Muslima sein. Erstmal, wer hat ihr das gesagt? Wer hat ihr das gesagt? Niemand. Das ist ihr eigener Analogieschluss. Niemand hat ihr das gesagt. Sondern sie sagt, ich brauche das nicht. Wer hat es ihr aber befohlen? Allah Azza wa Jal. Du kannst doch nicht, nachdem Allah Azza wa Jal dir etwas befohlen hat und dir gesagt hat, trage das, dann sagst du, nö, ich finde mich auch so toll. Subhanallah. Das ist,
wollen wir erstmal sagen, das ist Widersetzung. Oder ein Bruder. Du sagst ihm, warum betest du nicht? Was sagt er dir? Der macht auch immer sein Herz gleich auf, da gibt es auch einen Reißverschluss dran. Mein Herz ist was? Sauber, rein. Allah sagt dir 86 Mal im Koran, bete, damit du uns etwas über deine Reinheit erzählst. 86 Mal hat Allah Azzawajal im Koran befohlen, dass wir beten müssen. Bitte das Telefon ausmachen. Dass wir beten müssen. Wie kann es dann sein, dass nachdem Allah ihn 86 Mal befohlen hat zu beten, dass er dann sagt, mein Herz ist rein. Das heißt, das Herz vom Propheten ﷺ war nicht rein. Allah sagt zum Propheten ﷺ, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, so diene deinem Herrn, bis zu dir der Tod kommt. Die Gewissheit bedeutet hier der Tod. Subhanallah, Muhammad ﷺ hat die Aufgabe bekommen, dass er ihn bis zum Tod dient. Bis er stirbt, soll er Allah ﷺ dienen. Und er hat nicht gesagt, und er hätte mehr Anrecht darauf, schau mal, ja Allah, mein Herz ist mit zweimal mit Samsamwasser gewaschen worden. Mit Samsamwasser gewaschen worden. Ja Allah, du hast mich ausgewählt als Propheten, du weißt doch, ich bin nicht irgendjemand. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam so etwas gesagt? Sondern er war der Eifrigste im Gebet. Sallallahu alaihi wasallam. Und der eine kommt heute, ja, a'udhu billah, wenn du auch siehst, wie er lebt, der sagt dir, mein Herz ist rein, der schämt sich nicht mal. Alleine, dass er nicht betet, bedeutet, dass er ein reines Herz hat oder ein schmutziges Herz. Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagte, die Gelehrten haben eine Übereinstimmung. Das heißt, alle Gelehrten sagen das. Natürlich aufgrund von Texten, Beweistexten. Dass derjenige, der das Gebet unterlässt, schlimmer ist als jemand, der eine Seele tötet. Als jemand, der was? Eine Seele tötet. Schlimmer ist als jemand, der Zina macht. Schlimmer ist als jemand, der den Leuten das Geld klaut. Schlimmer ist als jemand, der Alkohol trinkt. Der ist schlimmer als diese Leute. Und der erzählt uns etwas von der Reinheit seines Herzens. Wallahi ajib, ha? Das ist, liebe Geschwister, Al-Qiyasul Fasid, dass Allah dir einen klaren Befehl gegeben hat und du sagst dir, nö, ich denke, so wird es auch klappen. Wer hat dir deine Vermutung als Beweistext im Koran und Sunna gegeben? Niemand. Shaitan. So sagt er sich, ich kann auch so ein guter Muslim sein. Ich brauche auch Allah nicht anzubeten. Ich habe auch so ein reines Herz. Und all das, was wir in dieser heutigen Zeit hören. Du sagst jemand, warum fastest du jetzt nicht im Ramadan? Was sagt er dir als Antwort? Ja, ja, aber nee, das wäre ja noch vielleicht so eine halbwegs Entschuldigung. Was sagt er dir? Hä? Ich habe Arbeit. Der sagt, willst du mich auf den Arm nehmen? A'udhu billah. Sagt er dir, ich habe Arbeit, willst du, dass ich sterbe? Oder nee, die neue beste Ausrede, ich muss für eine Klassenarbeit üben. Mashallah, du Süßer. Ich muss für eine Klassenarbeit üben. Subhanallah, die Sahaba radiallahu anhum haben in der Wüste gelebt. Ich meine, ihr kennt die Tagestemperaturen bei der Wüste. Sie haben gearbeitet. Das Leben war damals nicht so angenehm wie heute. Wasser, hast du einen Wasserhahn gehabt? Das Wasser holst du von wo? Von einem entfernten Ort und trägst es auf deinem Kopf oder auf deinem Reittier. Und das ist nur ein Beispiel von den Sachen des Lebens, die schwer gefallen sind. Wo hast du gelesen, dass die Sahaba nicht gefastet haben, weil sie gesagt haben, ich muss heute arbeiten, deswegen kann ich nicht fasten. Ich muss heute Fußball spielen, ich habe ein Fußballspiel, deswegen kann ich nicht fasten. Und so seht ihr, liebe Geschwister, dass die Leute eigentlich auf dem Weg von wem sind? Von Iblis. Wal'iyadu billah. Dass sie genau dieselbe Denkweise haben wie Iblis. Iblis, la'natullah alayh, als Adam alayhi salatu wassalam auf dem Boden lag, wo Allah azza wa jal ihn erschaffen hat, wir haben gesagt, später hat er die Seele ihm eingehaucht, dann hat er sich die ganze Zeit im Kreis um Adam gedreht. Yani, er hat sozusagen wie Tawaf um ihn gemacht und hat ihn angeschaut und angeschaut und angeschaut. Das war schon der Anfang, dass er ihn gehasst hat.
Und dann sagte er, warum soll ich mich vor jemanden niederwerfen, der sich selbst nicht kontrollieren kann? Was heißt, der sich selbst nicht kontrollieren kann? Die Gelehrten sagen, damit meint man, der Mensch ist schwach und er widersetzt sich manchmal Allah und macht manchmal Fehler. Und derjenige, der sich nicht kontrollieren kann, macht manchmal Sünden oder er hat sich selber nicht voll im Griff. Als er so um ihn herumgegangen ist, hat er gesagt, warum soll ich mich vor jemanden niederwerfen, der selber nicht in der Lage ist, sich zu kontrollieren. Schaut mal, subhanallah, was hat er vergessen? Allah hat es ihm befohlen, dass er sich vor Adam alayhi salatu wasalam niederwirft. Jetzt die Frage, wenn du liest als Muslim, Allah sagt dir, wa aqimu salah, und verrichtet das Gebet. Was hält dich ab? Was hält dich ab? Und jetzt reden wir darüber, warum ist Iblis überhaupt ein Kafir geworden? Was hält dich davon ab, Allah anzubeten? Was? Mal angenommen, Allah befiehlt dir etwas und du erfüllst dieses Gebot nicht. Heißt es, du bist gleich ein Kafir? Ja oder nein? Mal angenommen. Allah Azza wa Jal Subhanah hat dir befohlen zu fasten. So, jetzt morgen fastest du nicht. Hast du dich dem Befehl hier widersetzt? Ja oder nein? Bist du ein Kafir geworden? Aber du hast dich doch einem Befehl widersetzt. So wie Iblis sich einem Befehl widersetzt hat, indem Allah Azza wa Jal ihm gesagt hat, wirf dich auch nieder. Er sagte, ich werf mich nicht nieder. Hat er einen Befehl missachtet? Ja oder nein? Hat auch einen Befehl missachtet. Aber warum bist du, der einen Fastentag zum Beispiel oder ein Gebet nicht gemacht hat, warum bist du nicht ein Kafir geworden, während Iblis ein Kafir geworden ist? Der Unterschied ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier, illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. In einer anderen Ayah, illa iblis aba wastakbar. Iblis hat es abgelehnt und war hochmütig. Passt auf jetzt, der Unterschied zwischen jemand, der ein Kafir wird, wenn er einen Befehl missachtet, und jemand, der trotz, dass er einen Befehl missachtet, noch kein Kafir wird. Allah Azza wa Jal hat ihm gesagt, wirf dich nieder. Er sagte, er hat es abgelehnt und hat sich hochmütig verhalten. Bedeutet, wer bin ich, dass ich dem Befehl Allahs nachkomme, dass ich mich vor jemanden niederwerfe, wo ich doch besser bin als er. Verstanden? Das heißt, wer bin ich, dass ich? Wenn diese Denkweise bei dir drin ist, bei jedem Befehl, den Allah dir auferlegt hat, und du hast diese Denkweise, dann bist du was geworden? Ein Kafir. Das nennt man Kufrul Istikbar. Allerübelste Sorte. Natürlich Nifaq sind die schlimmsten. Aber wenn wir nur über Kufr reden, allerschlimmste Sorte. Kufrul Istikbar. Jetzt zum Beispiel, du sagst einen, warum hast du heute nicht gefastet? Er sagt, ja, Audhu Billah, ich weiß, dass ich falsch bin. Ich bin meinen Gelüsten gefolgt, der Döner sah so lecker aus und ich konnte nicht widerstehen, ich habe reingebissen und sogar mehrere Male. Jetzt die Frage, warum ist er dadurch kein Kafir geworden? Obwohl er auch einen Befehl missachtet hat. Warum? Na, richtig, warum? Was war nicht bei ihm vorhanden? Hochmut. Aber jetzt, dieser selbe, den wir fragen, warum hast du heute nicht gefastet? Der sagt dir, wer bin ich? Ich faste, wann ich will. Unterschied klar? Ja oder nein? Das eine ist, der eine sagt, ich weiß, dass ich falsch bin. Das ist nicht richtig von mir. Der andere sagt, wer bin ich? Deswegen, als Allah Azzawajal uns gesagt hat im Koran, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَا بِئْسَ الْمِهَادِ. Und wenn zu ihm gesagt wird, und Allah redet hier eigentlich über die Heuchler, wenn zu ihm gesagt wird, fürchte Allah, so ist er überheblich und es reißt ihm zur Sünde hin, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese Person, seine Endstätte ist Jahannam. Du sagst zu einem Bruder zum Beispiel, Achi, warum trinkst du Alkohol? Fürchte Allah. Er sagt dir, das ist meine Sache, ich tue, was ich will. Was ist er hier geworden? Kafir.
Aber jemand, du sagst ihm, Achi, warum trinkst du Alkohol? Er sagt dir, tu mal so, als ob du das nicht gesehen hast. Bitte sag das niemand weiter. Ich weiß, dass ich kein guter Gläubiger bin. Ist er hier auch ein Kafir? Das nicht. Ich hoffe, dass meine Geschwister diesen Unterschied verstanden. Manche denken, dass Iblis ein Kafir geworden ist, alleine nur durch die Tatsache, dass er einen Befehl abgelehnt hat. Wir wären alle Kuffar. Möge Allah uns vor dem Kuffar bewahren. Weil hier oder da hast du immer schon eine Situation gehabt, wo du nicht dem Befehl Allahs Azzawajal nachgekommen bist. Deswegen, liebe Geschwister, das ist nicht dieselbe Situation, sondern vielmehr sagen wir, dass die Sache so ist, dass wir das nicht hochmütig machen dürfen. Wenn du einen Fehler machst, machst du einen Fehler. Aber dieser Fehler muss von dir korrigiert werden. Und dann bleibst du, insha'Allah ta'ala, auf dem Weg der Rechtleitung. Schaut mal, Iblis hat es nicht gemacht. Iblis hat sich nicht niedergeworfen vor Adam. Bei Imam Muslim wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Sohn Adams ein Befehl zur Sajda liest, ihr wisst, im Koran gibt es Stellen, da wirft man sich nieder. Ihr kennt diese Symbole? Da ist ein langer unterstrichener, langgezogener Strich unter der Ayah, dann wisst ihr an dieser Stelle, was macht man? Man wirft sich nieder. Und die Ayat haben dann auch mit Sujud und solchen Themen zu tun, mit der Niederwerfung. So. Wenn der Sohn Adams einen Befehl zu Sajda liest, das heißt im Koran, und sich niederwirft, zieht sich der Shaitan zurück und weint. Und weint. Hier haben wir auch einen Beweis, dass Jinn auch was weinen. Und er sagt, Shaitan, oh weh mir, der Sohn Adams wurde aufgefordert, sich niederzuwerfen. Und er tat es und so ist das Paradies für ihn bestimmt. Ich dagegen wurde aufgefordert, mich niederzuwerfen und ich war ungehorsam. So ist das Höllenfeuer für mich bestimmt. Deswegen, es ist sehr schön, wenn du den Koran liest und es kommt diese Stelle mit der Niederwerfungsstelle, dann wirfst du dich nieder. Wie oft? Einmal. Und sagst ein Bittgebet. Dieses Bittgebet steht auch wo? Im Hisnul Muslim. Das heißt, Dua, Dhikr, wenn du in der Niederwerfung bist. Wenn du in der Niederwerfung bist, dann sagst du das, dann zeigst du Allah Azza wa Jal, dass du nicht hochmütig bist. Aber heißt das, wenn man sich jetzt nicht niederwirft, das ist eine beliebte Handlung. Das ist eine, aber Iblis hat es ja abgelehnt. Was haben wir gesagt? Warum? Weil er hochmütig war. Qala ya Iblis, ma laka alla takuna ma'a. Er sagte, ich bin besser als er. Ah. Dieses ich bin besser als er finden wir heute in vielen Herzen wieder. Schau mal, einer zum Beispiel ist Kurde oder einer ist Türke oder einer ist Araber. Wenn du ihn sagst, warum machst du das so und so, der sagt, wir sind besser. Wir sind Kurden, wir sind Türken, wir sind Araber. Was ist seine Diskussion? Von wem? Von Iblis, genau dasselbe. Ich bin besser als er. Iblis dachte so, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Frage. Ist Feuer besser als Erde? Antwort nein. Was kommt aus der Erde hervor? Pflanzen, von denen wir essen können. Was? Früchte und so weiter und so fort. Das heißt, gibt es Rede? Es gibt Rede. Was macht das Feuer? Vernichten. Das eine lässt entstehen, das andere vernichtet. Also, sein Qiyas ist aus jeder Hinsicht was? Falsch. Subhanallah. Aus jeder Hinsicht. So wie einer, der auch sagt, ich bin Türke, ich bin Kurde. Wir sagen ihm, du bist Himar. Wallahi al-Adi. Warum? Hat er sich ausgesucht, was er sein will? Bevor er geboren wurde, kam ein Engel zu ihm und hat ihn ein Nationalitätenflaggenbuch aufgeschlagen und gesagt, welche Nationalität? Türke? Kurde? Araber? Hat er sowas bekommen? Nein. Einer kam einmal zu einem Bruder, der hat ihm gesagt, Salam alaikum, achi, alaikum salam. Bist du Muslim? Er sagt, Alhamdulillah, ich bin Türke. Wie? Nein, bist du ein Muslim? Er sagt, Alhamdulillah, ich bin Türke. Stabil. Wallahi, es gibt Kurden, die sagen, erst kommt Kurdistan und dann Rabbal Alamin. Ja oder nein? Was ich euch sage, ist nichts Fremdes. Das ist purer Kuffer, 100%.
Deswegen, ja, schaut mal, wo dieser Hochmut hinführt, ich bin der und ich bin der und ich bin der. Und die Ärmsten wissen nicht, wir haben alle einen Vater. Wer ist das? Adam alayhi salatu wasalam. Überlegt mal, zwei Nationalisten, okay? Zwei extreme Nationalisten sind beide Brüder vom selben Vater. Werden sie sagen, ich bin besser als du? Ja oder nein? Werden sie nicht sagen, warum? Weil sie haben denselben Vater. Und wer ist unser aller Vater? Gemeinsamer Vater, Adam alayhi salatu wasalam. Ich bin besser als er. Frage jetzt an euch. Diese Sache, die Iblis gemacht hat und dadurch ein Käfer geworden ist, können wir sagen, dass das einfach so rausgekommen ist? Oder ist das eine Krankheit, die nicht schon immer bei ihm vorhanden war? Was sagt ihr? Bitte? Ja, ja, klar. Aber ist das eine Sache, die einfach so, er war immer gläubig und dann plötzlich auf einmal so, wuff, spricht der Kuffer aus? Niemals. Niemals. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Muhammad, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ أَلَّيْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Glauben diejenigen, in deren Herzen Krankheit steckt, die kranke Herzen haben, dass wir nicht ihren Hass gegenüber dem Islam offenkundig machen werden. Allah wird das aufzeigen. Wenn du diesen Marad hast in deinem Herzen, dass du den Islam hast, Allah wird den Leuten zeigen, dass du dieser kranke Mensch bist. Ich erinnere mich, als wir vor, ich glaube, 1,5 Jahren, als ich in Mekka war, möge Allah Azzawajal uns das niemals verwehren, dort immer hinzugehen. Wir waren gerade beim Fajr-Gebet und sind rausgegangen, um zum Hotel zu gehen und uns noch ein bisschen hinzulegen. Und da gab es immer diese, nicht Autos, liebe Geschwister, ich glaube, wie Scooter heißen die. Das sind so offene Autos, man fährt damit sozusagen zum Hotel. Das war so ein Shuttle-Service, man hat die Leute von der Moschee zum Hotel gebracht. Aber da passen immer nur so 8, 9 Leute drauf. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, wir haben einen Platz bekommen. Ich habe mich mit meinem Sohn hingesetzt und einer hat es nicht geschafft, dort den Platz zu bekommen. Und die kommen eigentlich alle 10 Minuten, kommen sie. Und der kam gerade vom Fajr-Gebet. Als er keinen Platz bekommen hat, hat er Allah beschimpft. Schaut mal, von wo kam er gerade? Vom Fajr. In welcher Stadt war er? In Mekka. Aber glaubt ihr, diese Person hat das einfach so aus dem Nichts gemacht? In diesen Herzen war schon immer. Was sagt Allah Azza wa Jal? Am hasiba alladhina fi qulubihim marad alla yukhrij Allahu adghanahum. Glauben diejenigen, in deren Herzen nicht krank, das war schon bei ihm drin. Jetzt kommt nur eine Phase, wann es ausbricht. Das heißt, was sollten wir lernen aus dieser Geschichte mit Iblis? Dass wir immer was kontrollieren, unser Herz, dass du keinen Hochmut hast. Wallah al-Azim, es gibt Brüder, die sind so hochmütig, du siehst ihnen das nicht an, aber der hat Hochmut. Der sieht sich als etwas Besonderes. Er würde es dir niemals sagen mit der Zunge. Er sagt dir, wer sind die? Ich mache das auf meine Art. Ich bin der und der. Und ich habe das und das. Das ist Hochmut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und damit schließen wir ab, La yadukhulu al-Jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibr. Die Überlieferung ist bei Bukhari. Niemand wird das Paradies betreten. Wallahi, dieser Hadith soll uns alle Angst machen. Ich weiß gar nicht, wer sich vor diesem Hadith sicher fühlen kann. Hört mal diesen Hadith. Niemand wird das Paradies betreten, in dessen Herzen nur was? Ein Staubkörnchen. Ein Staubkörnchen Hochmut ist. Nicht 50 Kilo oder 100 Kilo. Was ist ein Staubkörnchen? Im Arabischen, Dharra, was heißt Dharra? Etwas, was unsichtbar ist, was man nicht sieht. Wenn das vorhanden ist, dann hast du ein Problem. Und das ist nicht nur gegenüber Allah. Gegenüber Allah ist klar. Wenn du gegenüber Allah hochmütig bist, du bist ein Kafir. Aber auch unter der Bevölkerung, unter den Menschen. Ich sage zum Beispiel, handelt mir gegenüber. Was sollte dann seine Aufgabe sein, dass er sagt, verzeih mir. Ich habe falsch gehandelt. Subhanallah. Wisst ihr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als er die Truppen aufgestellt hat für den Krieg, für den Dschihad,
So gab es, so hat er die Reihen aufgestellt und einer war etwas rausgeragt aus der Reihe. Das heißt, er stand etwas vor der Reihe. Der Prophet s.a.w. hat einen Stock gehabt und hat ihn gepiekst und er ist dann wieder zurück in die Reihe gegangen. Er sagt, du hast mir wehgetan, ja Rasulallah. Auja'tani, ja Rasulallah. Du hast mir wehgetan. Dann hat der Prophet s.a.w. ihn angeguckt. Er sagte, ja, du hast mir wehgetan, ja Rasulallah. Ich möchte mein Recht wiederbekommen. Überleg mal, wenn der Prophet s.a.w. auf deinen Kopf spuckt und dann noch tritt und so, wer sagt, ich möchte, jetzt hören wir, das waren Sahaba, die waren nicht wie wir. Dann sagte der Prophet s.a.w., tu das, was dein Recht dir wiedergibt. Das heißt, mach das Unrecht, was ich dir angetan habe, aus deiner Sicht, mach es wieder gut. Dann hat der Prophet s.a.w. sein Obergewand hochgehoben. Dann ist dieser Mann ihn um den Bauch gefallen und hat ihn umarmt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was tust du da? Er sagte, ja Rasulallah, wir werden gleich eine Schlacht vollziehen und ich weiß nicht, ob ich überleben werde. Und das Letzte, was ich anfassen wollte, war deine Haut, ja Rasulallah. Subhanallah, schaut mal, diese Person, dem ging es gar nicht darum, dass er das gut macht, weil er wusste, der Prophet, ihm wird so etwas nicht gesagt. Aber was war sein Bestreben? Das Letzte, was er anfassen wollte, war was? Die Haut vom Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Shahid hier, was hat der Prophet gesagt? Hat er gesagt, wer bist du, dass du so mit mir redest? Subhanallah. Hat er so etwas gesagt? Er hat gesagt, mach das wieder gut. Aber la hawla wa la quwwata illa billah, ein jeder muss sein Herz kontrollieren. Warum? Damit wir nicht dieselbe Krankheit bekommen wie Kibir ist nicht eine Sache, die auf einmal ausbricht, sondern es was? Es steigert sich. Und deswegen sagen die Gelehrten, ich habe euch versprochen, noch ein letzter Satz. Deswegen sagen die Gelehrten, Kibir ist erstmal gegenüber den Menschen. Aber irgendwann ist das nicht mehr genug für dich, dann ist dein Kibir gegenüber wen? Gegenüber Allah. Was sagte Musa, was sagte Pharaon zu den Zauberern, als sie bei Allah Azza wa Jalla bereut haben? Sie haben gesagt, du wirst uns keinen Schaden zufügen, mach was du willst, wir bereuen bei Allah. Dann hat er ihnen gesagt, seid ihr etwa gläubig geworden, bevor ich es euch erlaubt habe? قبل أن أذن لكم. Bevor ich es euch erlaube. A'udhu billah. Schaut mal diesen Kibir an. Gegenüber Allah Azza wa Jalla seid ihr gläubig geworden, bevor ich es euch... Und heute haben wir das Wallahi in den sogenannten muslimischen Familien. Sie sagt zu ihr, du bedeckst dich nicht, bevor ich mich bedecke. Und ich möchte mich nicht bedecken. Sagt sie zu ihrer Tochter. Wer bist du, dass du betest? Bist du besser als dein Vater, sagt er ihm. Bis einer gesagt hat, mir ist lieber, dass mein Sohn kriminell ist, als dass er Salafist ist. Mit Salafist meint er, praktizieren. Möge Allah Azza wa Jalla uns vor Hochmut schützen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Morgen, inshallah ta'ala, reden wir darüber, warum, oder wir reden darüber, dass Iblis schon im Paradies war. Und dass er eine großartige Gnade verloren hat. Und warum er diese Gnade verloren hat. Und was es bedeutet, so eine Gnade zu verlieren. Und wie man so eine Gnade verlieren kann. Bi'idhnillah as-sami al-alim. Wenn es einige Fragen gibt von unseren Geschwistern, können Sie sie jetzt stellen, inshallah ta'ala. Heute machen wir nicht so lang, liebe Geschwister, weil wir brauchen auch die Zeit zum Koran lesen. Na, tafadda. Bitte schön, Murat. Einer, der das Gebet unterlässt, was jetzt am Moment, einer, der gebetet hat, aufgehört hat, oder der noch nie gebetet hat? Bezüglich? Ist ja schlimmer, als wenn der Sünder... Beide. Das gilt um einen Tariq as-Salah. Jetzt einer hat damals gebetet, jetzt betet er nicht mehr. Wie bezeichnen wir ihn? Als Unterlasser des Gebets. Das, auch wenn er vorher 100 Jahre gebetet hat. Aber es kommt auf seinen Zustand jetzt an. Okay? Deswegen, die Aufgabe ist von einem Muslim, dass er sich überwindet, immer das Gebet zu machen. Walhamdulillah, das ist sein Schutz vor größeren Fittern, vor größeren Versuchen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Nein. Hat Allah nur Iblis befohlen oder den einen Dschinn? Wie ist das? Nein. Natürlich
was war die Gegebenheit? Der Bruder sagt, als Allah Azzawajal ihm befohlen hat, sich vor Adam niederzuwerfen, Iblis, so war er der einzige Djinn oder galt das für alle Djinn? Natürlich, Allah hat zu wen gesprochen? Zu den Malaika. Aber wer hat damals die Gnade immer gehabt, mit ihnen zusammen sein zu dürfen? Iblis. Und darüber werden wir morgen reden, inshallah ta'ala, was das für eine außerordentliche Gnade für ihn war, mit diesen Leuten zusammen, mit dieser Affan, mit diesen Engeln zusammen zu sein. Das war eine großartige Gnade. Und er war mit allen zusammen und deswegen, als Allah zu den Engeln gesagt hat, natürlich, er hat die Engel angesprochen, aber das heißt nicht, dass der, der dabei war, nicht angesprochen wurde. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafaddal. Fika bakla. Wenn man jemand etwas anratet, das heißt ihm einen Ratschlag gibt, eine bestimmte Tat zu machen, und einer sagt, das ist nur Sunna, er kann zwei Absichten haben. Das ist nur Sunna, er meint damit, ich bin nicht verpflichtet, das zu machen. Kein Problem. Okay? Jetzt aber die andere Absicht. So eine Tat gehört nicht zu mir und ich gehöre nicht zu so einer Tat. Okay? Weil ich will diese Tat eigentlich gar nicht machen. Und das sehen wir heute bei Leuten, wenn wir ihnen sagen zum Beispiel, lass dein Bart wachsen, dann sagt er dir, Sunna. Hier siehst du anhand seiner Mimik und Gestik und seinem Verhalten, dass er das, wal'iyadu billah, verabscheut. Aber er wird dir niemals sagen, dass er das hasst. Und nach der Absicht wird er bewertet bei Allah. Aber einer kommt jetzt zu dir und sagt dir, Achi, warum betest du nicht Qiyamul Layl? Also, Achi, das ist Sunnah. Damit meinst du nichts Hochmütiges, sondern du willst ihm damit sagen, was? Ich bin nicht dazu verpflichtet. Wie zum Beispiel Anas ibn Malik, Affan, Hadith ibn Abbas radiallahu an, bei At-Tirmidhi überliefert. Er sagte, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde nach seinem Toilettengang was gebracht? Wasser. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es abgelehnt. Warum? Zum was? Zum Waschen oder zum Wudu machen? Zum Wudu machen. Natürlich wäscht man sich nach dem Toilettengang. Was guckt ihr mich so an? Man wäscht sich nach dem Toilettengang, ja? Alhamdulillah, wir haben Reinheit gelernt im Vergleich zu anderen Leuten. So hat man ihnen Wasser gebracht. Nochmal, für was das Wasser? Für Wudu. So sagte er, mir ist nur befohlen worden, mich für das Gebet zu reinigen, das heißt Wudu zu machen. Habt ihr verstanden? Mir ist nur befohlen worden zum... Was wollte er uns damit sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was wollte er uns damit sagen? Habt ihr die Überlieferung verstanden? Er wollte uns damit sagen, es ist keine Pflicht für einen Muslim, in welchem Zustand immer zu sein. Wudu, dass man unbedingt nach dem Toilettengang Wudu machen muss. Okay? Mafhum? Sondern er hat uns damit eine Erleichterung geschaffen. Alayhi salatu wassalam. Ist das Schnipsen? Was? Schnipsen? Für eine Frau verboten? Schnipsen? Aber? Allah, ich kenne darüber keine Überlieferung. Allahu ala. Aber warum macht sie so? Na. Wallahu ta'ala ala wala. Tfaddal. Gehört das zum Islam? Er sagt zum Beispiel, in bestimmten Ländern werden jetzt so Gewänder getragen, weiße Gewänder und Turban. Schaut mal, liebe Geschwister, es gibt keine islamische Bekleidung für Männer. Für Frauen ja. Für Frauen ist klar. Was ist für die Frauen? Der Hijab bzw. der Niqab. Für Männer gibt es keine islamische Kleidung. Okay? Das heißt, weder gibt es eine islamische Hose, noch ein islamisches Gewand, noch eine islamische Mütze. Das ist erstmal klar. Die Gelehrten teilen die Sunna in drei Kategorien ein. Einmal Sunna Ibadah, das heißt Sunna, die mit der Ibadah zu tun hat, wie zum Beispiel, bitte?
freiwillige Gebete. Deswegen habe ich dich nicht richtig gehört. Was noch? Bad ist Pflicht. Ich rede von Sunnata. Benutzen das Siwak, sehr gut. Bitte? Freiwillige. Diese Sunna nennt man Sunna Ibadah. Dann gibt es eine Sunna, die nennt man Sunnatul Ada. Sunna, was? Al-Ada. Was heißt Al-Ada? Das war der Brauchtum so bei den Arabern. Yani Abu Jahl hat auch Gewand getragen. Und Abu Lahab hat Gewand getragen. Und Turban haben sie auch getragen, ja oder nein? Das war Ada bei den Leuten. Okay? Und dann gibt es eine Sunna bezüglich Al-Khalq, das heißt der Schöpfung, wie der Prophet sallam aussah. Auch die Sache mit den Haaren, kurze Haare, lange Haare, das ist keine Sunna-Ibada. Weil manche denken, das ist Sunna-Ibada. Nein. Wenn du kurze Haare haben willst, ja, kein Problem. Wenn du lange Haare haben willst, pass auf, dass du nicht wie eine Frau aussiehst. Weil manche haben das wirklich bis hier. Ja, das siehst du auch. Die haben bis hier zum Rücken. Du weißt auch gar nicht, wer. Dann sagst du so, du bist in Mekka, du sagst, A'udhu Billah, eine unbedeckte Frau. Auf einmal siehst du jemanden, der ist eigentlich gar keine Frau. Er hat Haare bis hierhin. Und deswegen, der Prophet sallam sagte, ein Mann, der einer Frau ähnelt, ist was? Verflucht. Und die Frau, die einem Mann ähnelt, ist verflucht. Und so lange Haare trägt nur wer? Eine Frau. Und eine Frau darf auch was nicht machen? Keine kurzen Haare. Okay? Damit wird sie einem Mann ähnlich. Jetzt haben wir diese Sunan eingeteilt. Deswegen wird die Frage gestellt. Du hast die Frage gestellt. Dieses Gewand und der Turban sind nicht von Sunna Ibadah. Sind nicht von Sunna Ibadah. Aber die Kleidung für einen Mann hat Eigenschaften. Okay, was sind Eigenschaften von der Kleidung von einem Mann? Dass zum Beispiel das Gewand nicht unter den Knöcheln ist. Das heißt hier, über den Knöcheln sollte das Gewand sein. Naam. Was noch für Eigenschaften? Sollte breiter sein, das heißt nicht eine Hose anziehen, die so eng ist, dass deine Stimme sich schon ändert. Weil manche haben das. Na, was noch? Natürlich allgemein, aber ich meine jetzt bezüglich der Namen. Keine Seide. Keine Seide, richtig. Und auch kein? Keine rote Farbe, sehr gut. Deswegen, ja, ich sehe das auch bei vielen Geschwistern, die tragen eine rote Farbe. Mit Rot meinen wir was? Ganz rot. Nicht so wie zum Beispiel Abdullah, der weiß über das Gebot Bescheid, deswegen hat er uns hier ein Beispiel gegeben. NJC auf, was heißt NJC? Nein? So ist kein Problem. Die Überlieferungen sind umstritten bezüglich der roten Farbe, aber eine Überlieferung von Ibn Abbas bestätigt das Verbot. Die Überlieferung ist bei An-Nasa'i. Er sagte, mir wurden drei Dinge verboten. Und er nannte darunter das Tragen Al-Thawbul Ahmar. Al-Thawbul Ahmar ist was? Das rote Gewand. Das ist verboten zu tragen. Tragt nicht ein T-Shirt, das komplett rot ist, oder eine Hose komplett rot ist, wenn es gemischt ist. Und mit Rot meinen wir Rot, nicht welche Farbe? Weinrot. Weinrot ist was anderes. Das ist überhaupt kein Problem. Der Prophet sallam hat eine Hulla gehabt, die war Weinrot. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Was ist mit der Farbe, wenn man jetzt bei Brüdern sieht, dass sie rosa tragen oder pink? Bruder, ja? Ja, ja. Männer. Bruder trägt rosa. Bruder? Nee. Also, ein Mann sollte auch ein Mann bleiben, ja? Und sollte auch die passenden Farben tragen. Na. Warum muss dann? Na, tfadal. Wenn man so Hochmutsgedanken, sage ich mal, hat man dann schon diesen Hochmut dann drin bekommen? Oder? Schaut mal, subhanallah, diese Frage von dem Bruder. Wallahi, ich meine, warum gibt es Leute, die kümmern sich um ihr Herz? Und warum gibt es Leute, die interessieren diese Themen gar nicht? Gibt es wichtigere Themen? Wir müssen über Kufr reden mit Barot. Kufr Bittarot, er meint was anderes. Ja. Er meint, von morgens bis abends über Erdogan Käfer zu sagen. Das ist seine Aufgabe, was er hat.
Möge Allah Azzawajal uns über solche, vor solchen kranken Herzen bewahren. Diese, schaut mal, die Gelehrten sagen, du musst dein Herz beobachten. Wann auch immer du merkst, dass sich etwas entfaltet vom Hochmut, was sagt man? Was sagt man? Man sucht Zuflucht bei Allah Azzawajal. Warum? Dass dieser Hochmut nicht größer wird, bis er eines Tages ausbricht. Deswegen haben ja die Gelehrten gesagt, du hast Hochmut gegenüber der Schöpfung, das heißt gegenüber den Menschen, aber irgendwann, was passiert mit der Hochmut gegenüber den Menschen gegenüber? Das ist doch nicht von einem auf den anderen Tag. Das ist nicht von einem auf den anderen Tag. Das kommt mit der Zeit. Wenn man nicht sein Herz kontrolliert, aber wenn man sich immer, deswegen der Prophet s.a.w. war immer demütig, demütig. Er sagte, أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ. Ich sitze, ich esse wie ein gewöhnlicher Diener ist. Und ich sitze wie ein gewöhnlicher Diener sitzt. Und ich bin nichts anderes als ein Diener. Der Prophet s.a.w. hat es gemocht, zum Beispiel mit den Armen zusammenzusitzen. Ein Bittgebet auch von ihm. اللَّهُمَّ رَزُقْنَا حُبَّ الْمَسَكِينَ. O Allah, versorge uns mit der Liebe zu den Armen. So, es gibt jetzt in der heutigen Zeit, gibt es so einige Shuyuch, der sitzt mit Armen, aber nur für einen Zweck, dass man schnell ein Foto macht, damit aussieht, er hat mit wem gesessen, mit Armen. Aber während er mit den Armen sitzt, sagt er, die passen nicht zu mir. Versteht ihr? Guck mal, Subhanallah, in seiner Position des Demuts hat er Kibir. Das heißt, er sitzt mit Armen zusammen. Man denkt jetzt was? Er zeigt sich nicht, dass er besser ist als die anderen. Aber hier, während er mit denen sitzt, was sagt er sich im Herzen, Mohammed? Er ist besser. Das ist Hochmut. Obwohl du in einer Position der was? Der Demütigkeit bist. Des Demuts bist. Deswegen muss man sein Herz immer kontrollieren. Immer wenn man merkt, dass etwas ausbricht, dann sucht man Zuflucht bei Allah Azza wa Jal. Weil diese Sache wird sehr schlimme Folgen haben. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Und das Beispiel ist vor uns. Bitte schön. Was ist das Urteil darüber, wenn jemand stolz sagt, ich bin Araber, der Prophet s.a.w. war auch Araber? Was ist, wenn jemand sagt aus Stolz, ich bin Araber, denn der Prophet s.a.w. ist auch Araber? Er soll mir eine Überlieferung finden, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, ich bin stolz, ein Araber zu sein. Subhanallah. Ich meine, wenn der Stolz mit der Nationalität verbunden wäre, was hat der Prophet s.a.w. uns beigebracht? Das Beste oder nicht das Beste? Schaut mal, was Allah azza wa jalla sagt im Koran, in Surat al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Der geehrteste von euch bei Allah ist der Türke, der Araber, der Pakistaner, der Kurde, ist der Gottesfürchtigste. Das ist Ehrung bei uns. Nicht deine Nationalität. Wie gesagt, das konntest du dir nicht aussuchen. Wird Allah uns Yawmul Qiyamah nach unserer Nationalität fragen? Wird Allah dich fragen, warum warst du nicht Bosnier? Warum warst du nicht Palästinenser? A'udhu billah. Diese Frage wird nicht kommen, weil Allah hat das so für uns bestimmt. Aber er wird dich fragen, ob du hochmütig warst, ob du dich besser gesehen hast als andere. Das wird kommen. Wallahu ta'ala ala. Wer hat noch alles eine Frage, damit wir das beenden, inshallah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hätte ich lieber nicht gezählt. Nein. Nein. Bitte schön. Ja, bei mir ging es darum, weil die Leute gucken mich immer an, weil ich sehr oft auch rot trage, aber ich habe ja nicht jetzt hauptsächlich rot. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wenn nicht alles komplett rot ist, sondern gemischt mit anderen Farben, ist das kein Problem. Wir haben nur über welche Sache geredet? Komplett knallrot. Okay? Ja. Wallahu ta'ala ala wa. Fadda. Darf man seinen Geschwistern Arabisch beibringen, wenn man nicht die Aussprache selber richtig kann? Das heißt, diese Person scheint selber noch nicht richtig Arabisch zu können. Ich glaube aber, das sind die kleinen Geschwister auch gemeint. Ich glaube nicht jetzt. Ne? Also jetzt so wie Art Buchstaben oder sowas meint er? Okay, ich meine, wenn es jemanden gibt, der besser aussprechen kann, soll man ihm das den Vorrang geben. Soll man ihm den Vorrang geben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadal Ahmed. Ja. Schmerzen und Schulter hat, wie liest man auf sich drauf? Also mit welcher Hand? Was macht man, wenn man Schmerzen hat? Wie legt man seine Hand zum Beispiel auf die,
auf die Stelle, wo man Schmerzen hat. Du legst deine Rechte, legst du auf den Schmerz. Naam. Aber was machst du jetzt, wenn du auf der rechten Seite den Schmerz hast? Du legst deine Hand da drauf und dann liest du vom Koran. Zum Beispiel Al-Fatiha, zum Beispiel Al-Baqarah, zum Beispiel. Der ganze Koran ist was? Ruqya. Ruqya ist nicht nur Koran, aufpassen. Was ist noch Ruqya, außer Koran? Ahadith, was noch? Was noch? Dua, was noch? Gute Wörter. Der Prophet s.a.w. sagte, alles ist Ruqya, solange es was nicht enthält, kein Schirk. Solange es alles Ruqya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadda. Ja. Machen wir erstmal die erste Frage. Wir reden natürlich über eine Muslima, die fragt. Also für ein muslimisches Kind. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt im 8. Monat und es stirbt, ist es im Paradies mit Ijma aller Gelehrten, das Kind ist im Paradies. Hier gibt es keinen Meinungsunterschied der Gelehrten. Und dann wird gefragt, ist es sinnvoll, Dua am Grab zu machen? Ist es sinnvoll, Dua am Grab zu machen? Für das Kind brauchst du kein Dua zu machen. Das Kind ist im Paradies. Aber diejenigen, die Dua machen, für wen machen sie Dua? Für die Eltern, damit sie Standhaftigkeit bekommen, bi'idhnillahi ta'ala. Darf eine Frau die Moschee besuchen, wenn ihr Vater es nicht erlaubt und er sagt, der Grund ist, dass er die Jama'a nicht mag? Der Vater kann ihr das verbieten, weil für die Frau ist es nicht Pflicht, in der Moschee zu beten. Okay? Seine Absicht, das kommt drauf an. Wenn er die Ahbash meint, hat er recht. Wenn er die Sufis meint, hat er recht. Wenn er die Schia meint, hat er recht. Wenn er die Hizb ut-Tahrir meint, hat er recht. Wenn er diese ganzen Gruppen meint, hat er recht. Aber wenn er Ahlus Sunnah meint, die Leute, die auf dem Weg der Salaf sind, dann natürlich irrt er sich gewaltig. Aber er kann allgemein der Tochter sagen, dass sie nicht zur Moschee gehen braucht. Das kann er machen. Bi'idhnillahi ta'ala, hier sollte sie auch auf ihn hören. Jedoch sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, la tamna'u ima Allahi min al-Masajid. So hindert nicht die Dienerin Allahs daran, zu den Moscheen zu gehen. Das heißt, man sollte es ihnen nicht absolut verbieten, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Naam. Und das sollte man berücksichtigen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Nur die sich jetzt gemeldet haben, ja? Ich hatte das im Hadith gibt, dass wenn man für die gesamten Muslimen ein Bittgebet spricht, dass Allah ihre Sünden vergibt, dass man für jeden Einzelnen ein gutes Tat. Der Bruder sagt, es gibt ein Hadith, wenn man Bittgebete für die Muslime spricht, zum Beispiel jetzt für Millionen von Muslime, für jeden Muslim, für den man Dua hierin gemacht hat, wird man selber Gutes bekommen. Die Überlieferung ist daif. Die ist nicht authentisch. Naam. Aber allgemein haben wir Beweistexte im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. In Surat Muhammad. Ne? Wisse, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und bitte um Vergebung für wen? Für dich und für die Gläubigen. Okay? Man wird belohnt, aber nicht diese Belohnung, die im Hadith steht, weil das ist daif, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. Hast du dich gemeldet gehabt? Okay. Was ist das Urteil über Leute, die sagen, oh mein Gott? Natürlich, wir haben kein Wort im Arabischen, das Gott heißt. Wie hat unser Herr sich genannt? Allah. Deswegen. Wir sagen nicht, oh mein Gott, oder dies oder das. Jetzt manche sagen, es ist kein Problem, weil man kann das so übersetzen. Aber natürlich, Allah ist das Wort, was wir bestätigt haben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, bitteschön. Ich habe einen Kumpel, er wollte anfangen, ein bisschen zu praktizieren oder sowas. Nur ein bisschen, ne? Er wollte anfangen, zu beten, und er hat auch eine Arbeitsstelle, wo Alkohol verkauft. Und er sagt sich so, ja, ist doch voll schwer, ich kann nicht von einem auf den anderen Tag damit aufhören. Und was ist die beste Herangehensweise? Ein Bruder sagte,
ich will mich der Religion nähern, aber ich habe jetzt noch einen Job, wo ich Alkohol verkaufe und das wird schwer für mich, diesen Übergang. Schaut mal, auch wenn er ein paar Tage noch bei dieser Arbeit bleibt, für uns ist wichtig, er muss diese Überzeugung bekommen. Wenn er diese Überzeugung bekommt, was wird er automatisch machen? Er wird diesen Job lassen. Und es ist falsch, mit einem, der neu ist oder noch nicht viel über die Religion weiß, die ganze Zeit über Gebote, Gebote, Gebote zu reden und er hat den Tauhid noch nicht richtig verwirklicht. Das heißt, wichtiger ist jetzt, dass man viel mit ihm über Paradies spricht, über Höllenfeuer spricht, über den Glauben im Herzen. Das ist das Wichtigere. Warum? Weil, wenn er das erstmal verinnerlicht, wird er das andere sowieso lassen. Zum Beispiel, wenn ich ihm jetzt sage, er muss auf jeden Fall am Tag beten, und wenn ich ihm sage, fang an, es ist ja besser, wenn du nur zweimal am Tag betest, ist besser als einmal am Tag. Nein, das ist kein Problem. Man kann das machen, beten in der Ta'ala. Imam Ahmad hat ein Kapitel in seinem Buch Al-Musnad. Er sagte, er nannte das Ash-Shartul Fasid. Ash-Shartul Fasid, das heißt, dass man jemanden seine Bedingung erfüllt. Er sagt zum Beispiel, ich möchte erstmal nur das machen. Man erfüllt seine Bedingung, während eigentlich diese Bedingungen eine üble Bedingung sind. Keiner stellt Allah Azza wa Jalla normalerweise Bedingungen. Aber es hat mit einem Hadith zu tun. Leute von Al-Thaqif, sie kamen zum Propheten sallam, und haben ihm gesagt, ja Rasulallah, wir nehmen den Islam an, aber wir wollen nur zweimal am Tag beten. Dann hat er es angenommen, sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Sheikh ibn Uthaymeen rahimullah ta'ala sagte, weil er wusste, dass sie eines Tages was ihre Gebete machen werden. Naam. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Letzte Frage. Was ist mit Puzzeln, wo Menschen sind? Macht man lieber Puzzeln, wo was anderes drauf ist. Ja? Bi'idhnillah ta'ala. Weil mit den Bildern und so weiter und so fort. Wenn es keinen Nutzen gibt für diese Bilder, das heißt von Menschen oder Lebewesen, dann benutzen wir das nicht, wenn es keinen Nutzen gibt. Manchmal gibt es aber Nutzen. Zum Beispiel, Abdullah wird von der Polizei gesucht. Die wollen ihn unbedingt ins Gefängnis reintun. Dann müssen wir ihnen ein Passbild von ihm geben. Na? Na. Das ist doch so, wie als würde man fast ein Bild malen, wenn man das so und so immer, dann ist wie ein Mensch Gesicht gemacht. Ja, deswegen sagen wir, wenn diese Sache, wenn eine Sache keinen Nutzen hat, dann benutzen wir nicht etwas, wo ein Mensch oder ein Lebewesen drauf ist. Benutzen wir das nicht, weil es gibt keinen Nutzen. Ja? Sowieso auf Kleidung darfst du nicht tragen, Menschen, Lebewesen, an der Wand darfst du es nicht hängen, das ist sowieso klar. Ja? Aber dann noch zudem, in Sachen, wenn es keinen Nutzen gibt, dann braucht man das nicht zu machen. Okay? Warum sagen wir das? Weil Aisha radiallahu anha hatte eine Puppe zum Spielen. Und eine Puppe hat ja schon eine Art menschliche Form. Okay? Aber wenn das einen Nutzen hat, ist das was anderes, als wenn es keinen Nutzen hat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.